Ich habe jetzt einen etwas besseren Reflektor gebaut. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Den habe ich an einer Glühbirne gebogen. Das passt eigentlich recht gut. Ja. Wie stark das Ganze ist vom Licht her, das können wir mal zeigen. Und zwar drehen wir jetzt das ganze Ding mal Richtung Bäume. Das ist natürlich super. Da. Ich würde mal sagen, das ist genug Licht. Da müssen wir mal zwei Vergleichslampen, eine Fenix TA21. Ja, das ist gar nichts. Und einmal nochmal eine Ultrafire WF502B mit über 600 Lumen. Ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und wenn wir das ganze Ding ausschalten, machen wir mal aus. Duster ist es. Jetzt nochmal die Fenix. Dann kann man schön sehen, wie wenig man sieht. Man muss auch bedenken, dass durch das Geländer etc. die Kamera noch ein bisschen runtergeregelt hat. Ja, man sieht bei der Fenix nur einen Punkt. Und bei der WF502B sieht man schon wesentlich mehr, aber im Gegensatz zu dem 35 Watt HID Brenner ist das gar nichts. Ist auch logisch. Hier treten auch immerhin 600, 700 Lumen gegen gute 3000 Lumen an.